Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, euer Kevin Griesbeck, und in diesem Video geht es darum, ob du dir eine Sauna zulegen solltest oder saunieren solltest, um damit erfolgreich abzunehmen. Ja, darum soll es heute in diesem Video gehen. Wenn dich generell die Themen interessieren, wie du erfolgreich abnehmen kannst und das verlorene Gewicht dann auch mal dauerhaft auf der Waage halten kannst, dann abonniere gerne den Kanal, denn hier geht es eben rund um diese Themen. Also starten wir direkt in dieses Video rein. Wenn du jetzt jemand bist, der mit dem Gedanken spielt, sich eine eigene Sauna zuzulegen oder eben irgendwo hinzugehen, um zu saunieren, mit dem Ziel, mit der Absicht abzunehmen, also erfolgreich abzunehmen, weil du schon mal gehört hast, das könnte eventuell funktionieren. Und warum der Gedanke gar nicht mal so abwegig ist, ja, das verrate ich dir dann gleich in diesem Video. Wir starten da direkt rein. Also was im Endeffekt bringt eine Sauna zum Abnehmen? Es gibt jetzt ganz viele verschiedene Aspekte, positive Aspekte, die eine Sauna mit sich bringt. Ja. Eine Sauna hilft zum Beispiel, oder Saunagänge helfen zum Beispiel dabei, den Körper irgendwo auch zu entgiften. Ja, also dass die Abbauprodukte vom Körper schneller abtransportiert werden. Das ist eine. Es ist gut für die Durchblutung. Ja, wenn du das kombinierst mit Wechselbädern oder halt Sauna und dann auch eventuell Eisbad oder Kältebecken, und wie gesagt, das stützt und hilft deinem ganzen Herz-Kreislauf-System, der Durchblutung, der Entgiftung. Da gibt es ganz viele Aspekte, gesundheitliche Aspekte, die positiv sind mit dem Saunieren eben. Ja. Ist jetzt egal, ob das jetzt eine finnische Sauna ist oder ob es eine niedrig temperierte Sauna ist. Das ist jetzt mal dahingestellt. Ich denke, die höheren mit einer trockenen Hitze sind eigentlich tendenziell sogar besser fürs Schwitzen, also fürs richtige Schwitzen dann letztendlich. Aber das interessiert uns ja heute eigentlich gar nicht so sehr, sondern uns interessiert, können wir damit abnehmen? Ja, können wir damit erfolgreich abnehmen? Und was viele glauben, ist, dass du mit diesen Saunagängen, dass du dort ja Gewicht verlierst. Ja? Weil wenn wir jetzt saunieren und wir stellen uns auf die Waage, dann haben wir plötzlich weniger Gewicht. Ja, also würde man ja jetzt denken, hey, man kann damit abnehmen. Aber es ist einfach so, dass das kein Körperfett ist, leider. Ja, das ist einfach hauptsächlich Wasser, weil du schwitzt und dann geht das Wasser raus. Du verbrennst dabei kaum Kalorien, weil darum kommt es jetzt letztendlich an. Also wenn du jetzt Sport machst oder sowas, dann verbrennst du ja Kalorien, und ist zwar nicht die beste Methode meiner Meinung nach, um abzunehmen, Sport, aber man verbraucht ja dabei Kalorien. Und beim Saunieren ist der Effekt sehr, sehr, sehr gering. Ja? Das heißt, du verbrennst da nicht wirklich arg viel Kalorien. Deswegen kannst du nicht aktiv im Saunieren Fett verbrennen sozusagen. Ja? Aber nichtsdestotrotz ist es auch zum Abnehmen hilfreich, denn wenn dein Körper gesund ist und gut funktioniert, was ja auch unterstützend wirkt durch die Sauna, ja, also wenn dein Herz-Kreislauf-System gut funktioniert, dadurch eventuell auch dein hormonelles System gestärkt wird und so weiter und so fort, dann hilft das ja auch ein Stück weit dem Abnehmen. Das Problem dabei ist, das ist nicht die alleinige Strategie, mit der du abnehmen kannst. Ja, das ist vielleicht unterstützend, eine super gute Möglichkeit, um den Körper ja sozusagen gesünder zu werden sozusagen und dem Körper es leichter zu machen, abzunehmen, wenn schon die Strategie vorherrscht, die du umsetzen musst, um damit erfolgreich abzunehmen. Das heißt, ohne erfolgreiche Strategie, wie du dich ernährst, ja, und das ist eigentlich schon der einzige Schritt, wie du dich ernährst, um erfolgreich abzunehmen. Wenn der Schritt fehlt, wenn die Strategie fehlt, dann kannst du noch so viel in die Sauna gehen, wirst du nicht abnehmen. Man kann auch wunderbar zunehmen, während man ganz viele Saunagänge macht. Man kann jeden Tag in die Sauna gehen und sich auf gut Deutsch scheiße ernähren, dann wirst du trotzdem nicht abnehmen. Ja, dann kannst du sogar zunehmen, wenn du einfach zu viel isst. Und jetzt darf man da halt nicht so, ja, nicht so denken, ja, okay, jetzt das Gegenteil von viel essen ist jetzt wenig essen, also esse ich halt einfach weniger, um abzunehmen. Das ist nie die langfristige Lösung, weil wie lange kannst du wenig essen? Ja, solange bis du wieder Hunger bekommst und dann einfach keine Lust mehr hast, wenig zu essen, dann wieder zunimmst.
Ja, dieses typische Spiel, abnehmen, zunehmen, abnehmen, zunehmen, irgendwann klappt es einfach nicht mehr. Das ist dann der Punkt, wo du stagnierst, wo du auch gar keine Lust hast, überhaupt nochmal damit zu starten, weil du denkst, du weißt ja eh schon wieder, du wirst eh wieder zunehmen. Und dadurch fängst du irgendwann gar nicht mehr an. Und jetzt brauchst du ein System, was funktioniert, was zeitlich funktioniert, also umsetzbar ist, was ohne Verzicht einhergeht, ja, und letztendlich die Alternativen ernährungstechnisch aufzeigt, die Nährstoffe enthalten, die dein Körper auch noch zusätzlich unterstützen, die du einnimmst, gesättigt bist, langanhaltend gesättigt bist, aber letztendlich auch aktiv, sage ich mal, dazu führen, dass du abnimmst. Ja, und da gibt es ganz viele Nährstoffe, die dir dabei helfen, und die stecken nicht in Salat und Gemüse drin, diese Nährstoffe, was viele denken, sondern diese Nährstoffe stecken in ganz vielen anderen Dingen drin, die du sehr, sehr gerne isst, aber vielleicht gar nicht auf dem Schirm hast, dass genau das zum Abnehmen sinnvoll ist. Du denkst, ja, das ist ja gar nicht so gesund. Doch, wenn du diesen langfristigen Mittelweg gehst und peu à peu abnimmst und es durchziehen, durchhalten kannst, na, du musst nichts mehr durchhalten, wenn du nicht verzichten musst, durchziehen, wenn es dir leicht fällt. Wenn es dir leicht fällt, dann musst du keine Disziplin aufbringen, sondern dann hast du was gefunden, was sich einfach in deinen Alltag integrieren lässt, wo du sagen kannst, ja, so kann es dauerhaft weitergehen, so kann es dauerhaft funktionieren. Bei jeder Diät, die du machst, kannst du dir die Frage stellen, ja, schaffe ich das mein Leben lang durchzuziehen? Und wenn du nicht von Anfang an und mittendrin und bis zum Ende denkst, das kannst du, dann ist es das Falsche. Also fang erst gar nicht wieder mit irgendeiner Schwachsinnsdiät an, immer wieder aufs Erneute, auf die gleichen Erkenntnisse zu stoßen, ich schaff's eh nicht, dauerhaft aufrechtzuerhalten, ich krieg Hunger, ich habe darauf irgendwann einfach keine Lust mehr. Wenn du nicht immer wieder zu diesen gleichen Erkenntnissen gelangen möchtest, sondern einfach auch mal über den Tellerrand hinausschauen möchtest, kann ich dir nur empfehlen, bei uns mal ein kostenloses Beratungsgespräch anzufordern, wo wir uns mal gemeinsam zusammensetzen und genau schauen, welche Methoden führen dazu, dass du erfolgreich abnimmst. Welche kannst du einfach in deinen Alltag integrieren und wo musst du einfach nicht verzichten? Wenn diese Komponenten alle gegeben sind und die sind es in der Strategie, die ich den Leuten vermittle, dann, wie gesagt, buch dir gerne dieses Gespräch und dann freue ich mich bald von dir zu hören. Ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Bei Fragen, Anregungen gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten abonniere gerne den Kanal und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit einschaltest. Dein Kevin Griesbeck und bis zum nächsten Video.